Ja, hallo. Mein Name ist Rudi Jallo von der Underground Art Akademie. Ja, wir begrüßen dich aus Jena im Namen von Underground Art Akademie und herzlich willkommen in unserer. Ja. Hallo, ich glaube, jetzt gab es einen kleinen Aussetzer. Ja, wie heißt du? Kannst Also ich bin Nadja Migdal. Ich bin Schauspielerin. Ich wollte mal Eishockeyspielerin werden und Geigerin. Und jetzt bin ich Schauspielerin. Ja, geil. Ja. Und wie geht's dir? Gerade geht's dir? Ganz gut. Geht mir ganz gut. Es ist sehr sonnig hier. Bin ja gerade in Tel Aviv, also zu Hause auf dem Dach von meiner Wohnung und genieße die Sonne ein bisschen. Ja, kannst du uns mal ein bisschen deine Stadt zeigen? Ich kann es versuchen. Ja. Also hier hinter diesem Grün Ja. ist das Fußballstadion. Ja. Da ist dann Tel Aviv. Ich bin ja hier in Jaffo, das ist so im Süden. Und ich kann einmal so einen Rundumblick, aber da sieht man, glaube ich, mehr Dächer und ich sehe auch nicht mehr, was ich zeige. Ja. So. Bisschen Im was. Moment ist das Dach nicht frequentiert, aber normalerweise sind hier jetzt zu Corona-Zeiten immer alle Nachbarn auf dem Dach. Okay, die Leute genießen die Sonne und so, jeder macht seine Quarantäne auf dem Dach. Genau, genau. Aha. Cool. Also, aha, du willst uns heute ein Kunstwerk präsentieren. Was für ein Kunstwerk willst du uns präsentieren heute? Ja, ich würde gerne ein Stück, also eine Skizze aus einem Stück von dem polnischen Autor Sławomir Mrożek zeigen. Das Stück heißt Striptease und das ist etwas, was mich schon seit Anfang der Schauspielschule, also seit über 15 Jahren, begleitet. Und es geht im Grunde genommen um den Diskurs über einen Freiheitsbegriff. Was ist Freiheit? Und in diesen Zeiten ist mir das sehr deutlich wieder ins Gedächtnis gekommen, dieses Stück. Und es beschäftigt sich eben mit allem, was gerade im Moment relevant ist. Und ich bin ja durch meine Familiensituation mit drei Ländern ganz besonders verbunden. Also Israel, wo ich lebe, Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und meine Mutter noch lebt und meine Schwester, und Schweden, wo der andere Teil meiner Familie lebt. Und alle drei Länder haben einen komplett anderen Umgang oder praktizieren einen komplett anderen Umgang, ne, mit dieser ganzen Corona-Situation. Und ja, in diesem Stück klingt eben genau all das an. Also was der Umgang mit der Freiheit, die Verantwortung des Individuums und Schuldzuweisung und überhaupt, was ist Freiheit an sich? Und eine andere Sache, die mir halt in diesen Zeiten sehr nah geht auch und präsent ist, ist, dass ich, seit die ganzen Restriktionen da sind und man sich nicht mehr treffen kann, ich ja quasi nur noch als zweidimensionales Bild auf irgendwelchen Geräten existiere. Und auch das ist ein komisches Gefühl. Als Schauspielerin bin ich ja normalerweise in einem Raum mit Kollegen und Kolleginnen und Zuschauerinnen und Zuschauern. Und auch das fällt jetzt weg. Ja, das muss ja auf Und dem Plattform sein. genau. Ich meine, ich arbeite gerade mit meinem Kollektiv in Deutschland an einem Online-Format. Also wir gehen tatsächlich auch mit dem um. Aber nichtsdestotrotz ist es doch etwas sehr Merkwürdiges. Und das, was ich eben heute zeigen möchte aus diesem Stück, das ist ein Ausschnitt. Und das möchte ich auch aus meinem quasi digitalen Gefängnis heraus präsentieren. Und deswegen gehe ich jetzt mal wieder in meine Wohnung, wo ich Freue mich. den. Ja. Da habe ich den technischen Aufbau. Aha. Moment. Alles klar. So. So. Willkommen zu Hause. Alles klar.
So, und ich glaube, am besten schalte ich jetzt mal, oder geht das überhaupt? Nee, ich kann die Kamera einmal umschalten, wahrscheinlich. Ja. Genau, das mache ich jetzt. Ups, hat nicht funktioniert. So, ah doch, jetzt geht es. Genau, da ist mein anderer Arbeitsplatz quasi, wo wir mit dem Kollektiv streamen. Und jetzt, warte mal, positioniere ich das Handy mal so. Haben die eigentlich gesagt, wir dürfen das Zimmer nicht verlassen? Wer? An wen dachten Sie denn? Ich habe mich entschlossen, hier sitzen zu bleiben. Es wird sich alles von selbst ergeben. Warum denn? Es ist durchaus möglich, dass wir ohne weiteres das Zimmer verlassen und unseren Weg fortsetzen können. Wir wissen ja noch nicht einmal, worum es hier geht. Vielleicht sind wir einfach aus Versehen hierher geraten. Wollen Sie sich selbst die Schuld zuschreiben? Uns? Sie glauben also nicht, dass es unsere Schuld ist? Nein. Es sei denn. Es sei denn? Unsere Hauptaufgabe besteht nunmehr darin, Ruhe und persönliche Würde zu bewahren. Auf diese Weise sind wir meines Erachtens Herr der Lage. Unsere Freiheit wird im Grunde genommen nicht eingeschränkt. Nennen Sie es Freiheit, dass wir immer noch hier sitzen? Aber wir können doch in jedem Augenblick aufstehen und hinausgehen. Die Türen stehen offen. Also gehen wir. Wir haben schon genug Zeit verloren. Jetzt sofort? Haben Sie Angst? In keiner Weise. Erst erklären Sie, man müsse in Freiheit die persönliche Würde bewahren und dann wollen Sie nicht gehen, solange noch Zeit ist. Ginge ich auf der Stelle, würde ich die Idee der persönlichen Freiheit einschränken. Wie meinen Sie das? Das ist doch klar. Was ist Freiheit? Die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen. Solange ich hier sitze und weiß, dass ich durch diese Tür hinausgehen kann, bin ich frei. Sobald ich aber aufstehe und hinausgehe, habe ich bereits gewählt. Die Möglichkeiten meines Verhaltens eingeschränkt. Die Freiheiten verloren und mich zum Gefangenen meiner Handlung gemacht. Sitzen zu bleiben und nicht zu gehen, ist doch auch Ausdruck einer Wahl. Dann wählen Sie eben das Sitzen und nicht gehen. Falsch. Ich sitze, aber ich kann hinausgehen. Wenn ich aber hinausgehe, schließe ich die Möglichkeit des Sitzenbleibens aus. Und dabei fühlen Sie sich wohl? Vollkommen. Die uneingeschränkte innere Freiheit, das ist meine Antwort auf den geheimnisvollen Zwischenfall. Was machen Sie denn? Ich gehe. Mir passt das hier nicht. Machen Sie keine Witze. Mir ist nicht danach. Ich bin für die äußere Freiheit. Warten Sie doch. Sind Sie verrückt? Sie wissen ja gar nicht, was draußen Ihrer harrt. Verdammt, was soll das jetzt wieder? Nicht zumachen, nicht zumachen! Daran ist nur Ihr verdammtes Geschwätz schuld. Und wie steht es jetzt mit Ihrer Freiheit? Das Potenzial meiner Freiheit ist intakt geblieben. Ich habe keine Wahl getroffen, mich nicht festgelegt. Die Türen wurden aus äußeren Gründen geschlossen. Persönlich bin ich derselbe, der ich war. Was meinen Sie, passiert jetzt weiter? Glauben Sie, es kommt noch schlimmer? Ja, auf jeden Fall, danke schön. Es ist eine sehr tolle Präsentation gewesen, was diese ganze Installation, was du gemacht hast. Und es ist wirklich toll. Vielen Dank, dass du bei uns präsentiert hast. Und wir haben uns wirklich gefreut und hoffen bald, dass wir uns wieder auf unserem Kanal sehen. Und sobald das Video soweit ist, erfährst du. Und die nächsten Videos, die auch rauskommen, wirst du dann erfahren. Und danke schön nochmal. Cool. Ja, vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße und frohe Ostern nach Jena. Ja, ja, Grüße aus Jena, aus Deutschland, ganz Europa nach Tel Aviv, danke. Und ja, tschüss.